Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Serverunterhaltung. Ja, ich dachte, ich gebe euch mal ein kurzes Update. Zum einen, wie es aussieht jetzt mit dem Serverschrank, wie bin ich nach all der Zeit zufrieden. Und hier unten steht auch noch ein neues Projekt von mir, was ich euch auch gern zeigen möchte. Also, beginnen wir am besten mal mit dem Kollegen hier. Ja, ihr seht da schon was, nämlich man kann es hier oben sehen. Nein, ich meine nicht den Thermometer, sondern hier oben ist tatsächlich jetzt ein Licht drin, was es um den Faktor 1000 einfacher macht, um da Kabel zu verlegen und so weiter. Das ist einfach so eine kleine, ja, so eine LED-Leiste, die hat zwar eigentlich Bewegungserkennung, aber die ist irgendwie nicht ganz so geil. Deswegen schalte ich das einfach mit dem seitlichen Schalter ein und aus, wie ich es brauche. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, hier eine vernünftige Beleuchtung rein zu bekommen. Es wirkt jetzt nicht so hilfreich, aber es ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Dann, was ihr vielleicht hier auch noch seht, das Ding hier ist neu. Das ist ein vierfacher Stromverteiler. Vorher war da unten drin, also unter diesem Fachboden, war ein ganz normaler weißer Dreifachverteiler mit Schalter. Das ist natürlich schon gegangen, so wie es war, aber ich fand es ein bisschen besser, wenn die ganzen Stecker hier sind und ein Stecker mehr auch noch dabei, damit auch der Switch drauf hängt, weil hier auf diesem seitlichen Stecker, der hängt ja quasi auf der USV hier drauf. Und da sind jetzt eben auch Switch, Firewall und die Homatic drauf und als letztes natürlich noch das Modem. Der Switch war vorher nicht mit drauf und ich finde es einfach besser, weil so komme ich auch ran. Hier unten ist die eine Steckerleiste, damit ich immer ein- und ausstecken kann, alles, falls zum Beispiel mal ein Gewitter sein sollte oder sonstige Sachen, ist es ganz praktisch, wenn man da rankommt. Wie gesagt, der Schrank steht so, dass ich nur von vorne mehr rankomme. Das heißt, das muss ich alles berücksichtigen und eben jetzt komme ich auch hier seitlich ran, weil ansonsten hätte ich da immer runtergreifen müssen oder hier oben drüber und das ist irgendwie alles kacke und so ist es wesentlich einfacher. Dann habe ich hier unten das Sugo-Glas ersetzt. Ich sagte ja, das war nur eine temporäre Lösung. Jetzt habe ich das hier dafür. Ja, das sind eigentlich Beine, die man für zum Beispiel selbstgebaute Möbelstücke verwenden kann. Hier oben ist eine dicke Aluminiumplatte, die man hier eben ranschraubt und hier unten kann man einfach die Höhe entsprechend verstellen. Und das ist eben sehr, sehr praktisch. Eben, wie gesagt, dieser Fachboden biegt sich gerne mal ein bisschen durch, weil es ist ja doch ein bisschen Gewicht drauf. Obwohl das Ding 25 Kilo aushalten soll, bin ich da nicht ganz so überzeugt davon. Deswegen habe ich zwei von diesen Dingern hier einfach reingesteckt. Einfach damit, wie gesagt, er wird es aushalten, aber so biegt er sich zumindest nicht durch. Und ich finde, ehrlich gesagt, ist mir so wohler. Dann, wie ihr hier schon seht, ist hier ein Thermometer drin. Das ist ein altes, das ich irgendwann mal verwendet habe, bevor ich meine Homatic-Anlage aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber derzeit sind hier drin 27,3 Grad. Umgebungstemperatur sind wir hier gerade im Raum bei circa 26,2, glaube ich. Das heißt, hier im Schrank ist es. Es war eben die Frage, ob die Abwärme, die hier drin ist, nicht zu viel ist, ob ich hier nicht zum Beispiel das Seitenteil runternehmen muss im Endeffekt. Und ja, werde ich wahrscheinlich müssen, zumindest über den Sommer. Ein Grad drüber wäre nicht so schlimm, aber ihr seht, das Ding läuft jetzt schon seit ein, zwei Tagen mit der Tür, das hier ist die Tür, mit der Tür komplett offen. Dann geht's, dann sind die Umgebungstemperaturen im Durchschnitt, ich sag mal, 1 bis 2 Grad über der Raumtemperatur. Da merkt man auch nicht wahnsinnig, dass sich das irgendwie aufheizt. Ich meine, hier drin ist auch nicht extrem viel, muss man sagen, was wirklich Abwärme verursacht. Die USV zeigt mir hier einen Verbrauch von 80 Watt an. Und das ist aber mit dem PC oben, ohne den PC, der ja außerhalb steht, da ganz oben. Ohne den PC sind wir im Durchschnitt bei 30 bis 35 Watt Abwärme. Plus ein paar, die eben nicht auf der USV hängen, sagen wir 40 Grad Abwärme, die sich hier akkumulieren eben in diesem Serverschrank. Und das, ja, es ist jetzt nicht extrem, aber gerade im Sommer ist es halt schon problematisch. Wenn ich die Tür komplett zumache, ist es halt wirklich eine Hotbox hier drin. Das war auch irgendwie zu erwarten. Beziehungsweise, weil hier ja noch ein bisschen was reinkommen wird, aber wie gesagt, dazu gleich.
Da muss man halt schon sich bewusst sein, dass man da das berücksichtigen muss. Abwärme ist eine Sache, die nicht ganz irrelevant ist. Wobei ich mir auch relativ sicher bin, hier oben sind ja, man sieht leider nicht in der Kamera, aber man hat hier oben ja zwei 40 mm Luftlöcher quasi. Wenn ich hier irgendwelche alten Gehäuselüfter einbaue, ich weiß nicht, wie ich die mit Strom versorge, aber vielleicht einfach über einen Adapter, über so einen Molex-Adapter. Wenn ich sowas einbauen würde, bin ich mir relativ sicher, dass es die Luft relativ gut umwälzen würde, weil das Problem ist halt eben in dem Fall, wenn man das Gehäuse zumacht, man hat halt keinen aktiven Airflow. Und so ist es halt so, dass das Ding hier gibt eine gewisse Wärme ab, es ist immer noch, da geht immer noch einiges an Strom durch. Das Ding hier gibt natürlich am meisten Wärme ab und hier oben die Komponenten, die sind absolut unbedenklich. Also obwohl das Ding hier passiv gekühlt wird, ich glaube über 45 Grad unter Belastung kommt das Ding trotzdem nie. Und auch, ich meine, auch der Server kommt mit 30 Grad hier drinnen klar. Es ist halt aber besser für die Festplatten, die drin sind, wenn da ein bisschen Airflow herrscht natürlich. Das heißt, sobald ich hier noch die letzten Sachen einbaue, ich werde wahrscheinlich dieses Seitenteil hier rausnehmen, weil das ist dann genau hier seitlich ist nämlich der Lufteinlass, also auf der Seite, und von dem anderen Gehäuse, das hier noch reinkommt, ist der Lufteinlass auch hier auf der Seite. Das heißt, ich werde einfach vorn zumachen, dass einfach keiner da irgendwie anstoßen kann oder irgendwas umstecken kann. Und hier seitlich kommt man eh nicht dran. Man sieht hier, da ist ja eh der Schreibtisch und ich muss den Schreibtisch sowieso nach hinten schieben, um das Seitenteil überhaupt rausnehmen zu können. An und für sich mache ich mir da keine großen Gedanken. Aber sonst, wie gesagt, bin ich mit dem Schrank sehr, sehr zufrieden. Er ist sehr, sehr ansehnlich. Er sorgt für Ordnung. Man sieht auch hier die Kabelstränge. Also ich finde einfach, das war immer noch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wie gesagt, ich komme jetzt hier auch von vorne überall ran. Ich kann hier ganz einfach an den Server ran, falls ich was wechseln möchte. Jetzt komme ich auch überall an die ganzen Stecker dran, außer die zwei, die halt hier hinten direkt dranhängen. Gut, ich habe euch genug auf die Folter gespannt. Wie gesagt, damit bin ich recht zufrieden soweit. Das passt alles so. Und wir schauen jetzt runter zu meinem neuesten Projekt. Und so sieht das neueste Projekt aus. Naja, neu sag ich es jetzt mal unter Anführungszeichen, weil die einen oder anderen von euch kennen dieses Gehäuse vielleicht schon. Das ist das Silverstone ML03 oder so, wie es hieß. Das ist ein wirklich, wirklich altes Gehäuse, das ich damals als HTPC verwendet habe. Heutige HTPCs, da habe ich eben diesen kleinen Intel NUC, der wirklich nur so groß ist. Und das Ding hier ist halt schon ein anderes Kaliber noch, aber gut, hier vorne hat man auch ursprünglich, also ich habe das Ding komplett entkernt, da war eigentlich so eine Halterung für mehrere Festplatten drin. Hier vorne war die Halterung für das 3,5 Zoll Laufwerk, wo hier vorne auch noch die Blende ist. Das sind ja alles Dinge, die braucht heutzutage eigentlich niemand mehr. Und Gott sei Dank lässt Silverstone einen die quasi auch selbst einfach mit ganz normalen Schrauben rausnehmen. Wenn das nicht gegangen wäre, wäre es ein bisschen ekelhaft geworden. Aber so ist es wirklich sehr, sehr cool. Wir haben hier ein altes Netzteil drin. Oder generell, was wir hier haben, ist eigentlich ein weiterer Unraid-Server. Sagen wir es mal so. Der Plan ist nämlich, ich habe ja meinen Hauptserver, der hauptsächlich bei mir als Dateiserver dient. Ne? Das sind meine Fotos, meine ganzen Dokumente und Rechnungen und was man halt alles so eben zusammen sammelt. Natürlich auch meine hochqualitative Pornosammlung, das ist natürlich wichtig. Und das Problem, das ich mit dem anderen Server eben habe, ist, da ist halt nur ein kleiner Pentium drin, eben um Strom zu sparen, um möglichst wenig Aufwand auch zu haben und dergleichen. Und wenn ich mal irgendwas basteln möchte unter Unraid oder falls ich mal irgendwas ausprobieren will, dann gehen mir bei dem anderen Server oft die Ressourcen aus. Und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht großartig da irgendwie herumarbeiten. Ich will, dass das System möglichst stabil läuft. Und da kommt das hier ins Spiel. Das ist ein Frankenstein quasi wortwörtlich aus all den Komponenten, die ich von früheren Projekten hier so zusammengestückelt habe. Welche das sind, sage ich euch gleich. Und das hier wird quasi mein Test-Unraid-Server. Was ich zum Beispiel möchte ist, wenn es denn geht,
hier zum Beispiel pfSense wieder laufen zu haben. Diese Zotac Setbox, die ich habe, die ist an und für sich wirklich cool und ich finde die wirklich, wirklich nice. Aber sie hat halt Bugs und Probleme ohne Ende. Man kann das Ding zum Beispiel nicht mal neu starten, ohne dass man ein Bildschirmsignal oder ein Bildschirmkabel ansteckt. Ich hatte öfter das Problem, dass das Ding plötzlich die Boot-SSD nicht mehr erkannt hat. Und das ist bei der Firewall, der gleichzeitig auch der Router ist, das heißt, falls da irgendwas ist, das ist nicht sehr schön. Da hätte man gerne was langfristig gut läuft. Und ich habe es ja früher als virtuelle Maschine auf dem Android-Server laufen gehabt, ging jetzt aber bei dem neuen Server nicht, weil, ja, wie gesagt, da hatte ich Probleme damit, die Netzwerkkarte durchzuschleifen, weil das war eine alte Unraid-Installation, einfach mal wieder abgegradet und hin und her gewechselt wurde. Hier möchte ich gern frisch von neuem beginnen. Und da habe ich zum Beispiel das alte Corsair RM550 Netzteil. Das war ursprünglich in meinem Gaming-PC drin, bevor ich es dann durch ein BeQuiet ersetzt habe. Da ist ein Core i5 4570 drin, nämlich der von meinem allerersten Android-Server damals. Das ist genau der gleiche. Leider ist das Ding nur ein Quad-Core-Prozessor ohne Hyper-Threading. Das heißt, virtuelle Maschinen und so weiter und viele Docker, das wird es nicht spielen unbedingt. Aber ich sage mal so, als Testmaschine sollte das wohl hoffentlich reichen. Der Kühler sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Allerdings ist das der Raishintek Palas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Der war tatsächlich in meinem Gaming-PC drin, bevor ich die Wasserkühlung eingebaut habe, diese All-in-One-Wasserkühlung. Und warum das hier so komisch aussieht? Naja, das ist ein Top-Blower, wo aber oben der Ventilator sozusagen fehlt. Warum fehlt der? Ja, ich habe mir einfach noch nicht die Mühe gemacht, ihn einzubauen. Ich habe überlegt, denn hier seitlich ist Platz für insgesamt 4 80mm Lüfter und 3 werde ich ziemlich sicher da einbauen, also 1, 2, 3. Ich habe überlegt, ob ich den Lüfter nicht weglasse, weil ich weiß, dass der nicht sonderlich leise ist. Platz hätte er hier, glaube ich, gerade noch unter dieser Verstrebung. Bin mir aber da auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste sich ausgehen. Ich habe überlegt, ob ich den nicht weglasse und einfach, dass die drei Lüfter hier machen lasse, dass die einmal so die Luft da drüben rauspusten. Aber bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut funktionieren wird, weil ich glaube nicht, dass die genug Luftdruck haben. Die Lamellen laufen zwar in die richtige Richtung, bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Luftdruck ausreicht, um die Abwärme komplett abzuführen. Aber ich werde es natürlich testen. Und zum Testen reicht natürlich auch als passiver Heatsink einfach, der noch ein bisschen dreckig ist, weil der ist doch eine Zeit lang gelaufen. 16 GB Arbeitsspeicher, die sind direkt unterhalb hier, deswegen sieht man die nicht wirklich. Was hier noch reinkommt, ist die 4-Port Intel Netzwerkkarte, eben für pfSense und für andere Sachen. Ihr seht, ich habe da nicht großartig herumgearbeitet, die Kabelführung ist irgendwie... Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, hier ein I/O-Shield einzubauen, weil es mich einfach nicht interessiert. Das ist ein Testserver. Und als solches werde ich ihn auch behandeln. Und was hier noch reinkommt, was fehlt eben, sind noch die zwei SSDs aus meinem alten, Gaming-PC. Die habe ich ja durch eine einzelne NVMe-SSD irgendwann mal ersetzt. Und das heißt, ich habe jetzt zwei, eine 500 und eine 1TB-SSD herumliegen, die ich derzeit nicht brauche. Und hier für so einen Testserver kann ich die ohne Probleme verwenden. Die sind schnell, die sind langlebig und dann kann ich sie wenigstens für irgendwas noch verwenden, bevor sie nur unnötig herumliegen. Klar, ich könnte sie auch verkaufen, aber SSDs und Festplatten verkaufe ich nicht. Das ist so eine Regel von mir, weil da kann irgendjemand, kommt immer daher und kann deine Daten irgendwie auslesen und auf das habe ich keinen großen Bock, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, an und für sich ein sehr, sehr cooles Maschinchen. Ich bin nur gerade drauf gekommen, dass ich Unsinn erzählt habe, denn der Airflow geht ja dann von da so rüber und nicht von hier nach hier, weil das Gehäuse passt nämlich genau in den 19 Zoll Schrank rein, also das ist wirklich besser könnte es gar nicht passen. Ich warte jetzt hier nur mehr auf die 3 80mm Lüfter eben, damit ich hier genug Airflow zusammenkriege. Ich könnte das Ding schon vorbereiten, aber das Ding hier wird ganz schön warm ohne Lüfter. Na, ich meine, ist klar, der Core i5 ist jetzt auch nicht unbedingt ein Sparefroh, aber das Ding soll ja auch nicht ewig laufen. Das ist ein Testserver, den ich vielleicht auch mit den Android Betas betreiben werde, statt dem anderen. Und wie gesagt, von meinem Hauptsystem, da kommt alles an virtuellen Maschinen und Containern, die ich jetzt da laufen habe, weg. Kommt alles hier drauf. Und falls mir das Ding abraucht,
dass ich halt einfach immer irgendein Backup habe, dass ich dann einspielen kann und mir da keine Gedanken machen muss. Wie gesagt, das hier wird meine Spielwiese, weil auf dem anderen System will ich echt, erstens habe ich nicht die Ressourcen, dass ich da so viel experimentiere, und zweitens will ich nicht viel experimentieren. Wie gesagt, da sind wirklich Daten oben, die nicht ganz unwichtig sind. Ich habe zwar vom Backup auch immer noch ein Backup, das ist natürlich klar, das ist das Erste, was man lernt, wenn man mal Datenverlust hatte. Und ja, ist mir schon mal passiert. Und deswegen, sage ich mal, ist das hier eine ganz schöne Spielwiese. Und wie gesagt, es ist halt ein Frankenstein aus Teilen, die ich einfach so hatte. Deswegen kostet es mich eigentlich so gut wie nichts. Das Einzige, was ich eben, wie gesagt, jetzt brauche, ist der Fachboden. Den hätte ich aber sowieso gebraucht. Und eben die 380mm Lüfter, aber die sind auch nicht sehr teuer. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht gleich sagen soll, weil das Board, das hier drin ist, das ist ein Gigabyte B85M. Und wie gesagt, die CPU ist auch nicht mehr die jüngste. Habe ich mir gedacht, ob ich nicht gleich hergehe und sage, okay, ich kaufe mir jetzt um günstiges Geld irgendeinen Ryzen 2 oder Ryzen 3 mit 4 Kernen und 8 Threads. Damit kann ich wesentlich besser arbeiten. Arbeitsspeicher kann ich mir vom anderen Server stellen, der braucht dann eh keine 16 GB mehr. Das heißt, ich kann da ein bisschen den RAM hin und her tauschen und so weiter. Aber dann dachte ich mir doch, weil das ja im Endeffekt ein Testsystem sein soll, ich setze es erstmal auf mit dem, was hier ist. Wenn ich dann einen guten Zweck dafür finde, wenn ich wirklich merke, ich bin streng limitiert in meiner Leistung, dann kann ich immer noch schauen, was ich denn günstig zusammenkriege. Weil, wie gesagt, also es würde mich, ich habe mal so grob drüber gerechnet, ein Ryzen, sage ich jetzt mal, mit 4 Threads und 4 Kernen und 8 Threads, kommt auf, ich sag mal, 110 Euro plus ein Mainboard, sind wir bei 200 Euro plus, das ist ja noch DDR3 Speicher plus 16 GB DDR4 Speicher, ja, bei ca. 300 Euro plus einen anderen Kühler, weil der Ryzen Tech geht nicht auf den neueren Sockeln leider, das ist ein bisschen schade, plus 50 Euro für einen Kühler, sagen wir jetzt mal Pi mal Daumen, sind wir bei, ich sag mal, 350 bis 400 Euro, die mich das System sonst gekostet hätte. So kostet es mich die 30 Euro für die Lüfter und die, weiß nicht, 15, 20 Euro für den Fachboden und alles andere war eh schon da. Und ja, wie gesagt, ich werde da ein bisschen experimentieren, werde euch dann noch ein Update geben, wie gut das funktioniert, wie es aussieht, wenn es eingebaut ist. Und ja, mit diesen heiteren Worten, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Server-Video. Tschüss, Arraj und good. Bye.